Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Dark Souls 3. Ihr werdet nicht glauben, was passiert ist. Es ist nämlich wieder passiert. Ich habe wieder eine Aufnahme gemacht. Also ich habe keine Aufnahme gemacht und dachte, ich nehme auf. Oh, ist das peinlich. Dieses Mal habe ich es nach 17 Minuten gemerkt. Also fast eine komplette Folge, die fehlt. Aber es ist trotzdem nicht ganz so schlimm wie der Turm. Das mit dem Turm ist wirklich super ärgerlich, weil ich so lange an dem Turm gearbeitet habe und dann, als ich den Turm endlich kläre und schaffe, ja, nehme ich es nicht auf, ich Vollidiot. Oh, ist das bitter. Das ist, also einerseits liegt es daran, dass ich nicht in meiner Aufnahmeroutine bin. Zweitens liegt es daran, das ist früher, glaube ich, nie passiert. Also wenn früher mal eine Folge gefehlt hat, dann glaube ich, weil die kaputt war oder so. Aber, und es hat, glaube ich, auch mal irgendwann eine Folge gefehlt, weil meine Festplatte voll ist und ich nicht gemerkt habe, dass ich nicht aufzeichnen kann. Aber dann habe ich tausende, wirklich, das ist nicht übertrieben. Ich habe auf meinem alten Let's Play-Kanal fast 5000 Videos. Das heißt, ich habe dann tausende Let's Plays produziert und das kam nie vor, weil bei dem anderen Aufnahmeprogramm, was ich verwendet habe, da hat sich die Zahl oben links im Bildschirm, die ihr natürlich nicht sehen könnt, die nur ich sehe, die mir die Frames anzeigt, also wie viele Bilder pro Sekunde ich habe im Spiel und in der Aufnahme, die hat sich von grün auf rot verfärbt und da wusste ich, jetzt ist die Aufnahme gestartet. Das momentane Aufnahmeprogramm, was ich nehme, das macht nur so einen kleinen grünen Punkt oben links in die Ecke und der ist halt viel leichter zu übersehen. Und ja, ich habe einfach nicht gerafft, dass ich nicht aufnehme und habe wieder kommentiert und bla bla bla. Ist aber nicht ganz so schlimm. Es ist nichts weiter Schlimmes passiert. Im Sinne von nichts Storymäßiges haben wir jetzt verpasst. Und ich kann euch ganz gut erklären und ja, zusammenfassen, was passiert ist. Ich bin hier reingegangen, habe dann hier gegen diese Fliegen gekämpft und gemerkt, dass die einen anfliegen können. Und wenn die das machen und einen auf den Kopf treffen, also wenn die sich auf einen draufsetzen, dann hat man das Problem, dass die einen annaschen, oh menschliches Herz, dass die einen annaschen und dass die eine blutende Wunde zufügen, die dann halt dazu führt, dass man irgendwann immer wieder Blutverlust hat. Der Vorteil, wenn sie in der Luft sind, ist aber, dass sie nur einen Schlag brauchen, dann sind sie tot mit dem Schwert. Die können einen auch anspringen. Und jetzt kommen wir zu etwas, das ihr, glaube ich, nicht gesehen habt. Hier war nämlich, das hier war eigentlich eine Wand. Aber weil die Fliege genauso in diese Richtung lang geguckt hat, habe ich gedacht, hö, ist das vielleicht eine falsche Wand? Hab dagegen geschlagen, dann ist es aufgegangen. Dann bin ich aber nicht darunter gegangen, sondern wollte mich erstmal hier umschauen und wollte einsammeln, was da liegt. Wie man sieht, ich habe es noch nicht eingesammelt. Woran liegt das? Ich bin da hingegangen und als ich da hingegangen bin, ist da oben diese Fliege runtergekommen, die ich nicht gesehen hatte. Und ich wollte der ausweichen, bin aber, Moment, wir machen die erstmal platt, würde ich sagen. So. Genau, ich wusste nicht, dass sie da oben ist, das habe ich also nicht gesehen. Ich bin einfach da hingelaufen und als ich hingelaufen bin, kam die hinter mir runtergeflogen und da wollte ich einfach nur ausweichen, bin aber beim Ausweichen. Oh, mein Handy ist darauf laut, Moment. Das war nicht der Plan, das war nicht der Plan. So. Bin beim Ausweichen aber hier runtergefallen und da unten sind auch wieder nicht übertrieben, ich glaube so 50 Fliegen oder sowas, also auf jeden Fall über 30 Fliegen. Und ich habe natürlich eine Menge getriggert von den Fliegen, als ich da unten war. Und ja, wenn man so viele Gegner auf einmal hat, egal was für ein Gegnertyp das ist, wird's schwer. Da bin ich gestorben. So, das war also mein erster Tod. Jauche Küchlein. Dann bin ich wieder hierhin zurück, hab die hier alle platt gemacht und bin dieses Mal da runtergegangen, um da unten aufzuräumen. Ich habe dann nämlich mitgezählt, weil ich wissen wollte, wie viele Fliegen da unten sind, habe ich mitgezählt, wie viele ich umgebracht habe. Und ich glaube, ich bin gestorben, nachdem ich 15 Fliegen umgebracht hatte. Dann, ja, haben sie mich einfach geschafft, umzubringen. Weil es nicht mehr geklappt hat, die Taktik so kaputt zu machen, dass sie nicht in der Überzahl sind. Da drüben war ich noch gar nicht. Deswegen gucken wir uns das erstmal an. Also ja, wie gesagt, hier war ich noch nicht. Und das war's. Also, mir habt ihr nicht verpasst. Ich bin halt zweimal gestorben. Einmal, als ich da oben runtergefallen bin. Und dann beim zweiten Mal, als ich würde eigentlich gerne erstmal da unten das
klären, bevor ich mich weiter oben umgucke. Aber es wäre halt cool zu wissen, ob hier irgendwo ein Leuchtfeuer ist. Ja, wie gesagt, diese zwei Tote habt ihr verpasst und beide Tote waren unten in dieser Grube drin. Ich habe mein Schwert gar nicht ausgewählt. Leuchtfeuer, ah. Halt, wo bin ich hier? Ach, hier komme ich da raus. Krass. Na gut zu wissen, ich überlege gerade, ob ich... Ich würde zwar gerne neue Pfeile kaufen, aber ich glaube... Ich will nicht, dass die Fliegen wieder da sind, die ich schon platt gemacht habe. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal da unten den... Ach nee, Quatsch, wir können ja auf der Ebene noch gucken. Das ärgert mich natürlich, dass ich vorher nicht geschaut habe, ob hier so ein Leuchtfeuer ist. Auf der Ebene können wir noch gucken, was los ist. Da ist noch mindestens eine Fliege und wahrscheinlich ist auch noch eine Fake-Wand, weil die wieder so auf die Wand guckt. Nicht voraus Geheimfahrt, okay. Na gut. Dann ist dieses Mal keine Fake-Wand. Ja, dann scheint es hier, wie es aussieht, wirklich nur nach unten diese Grube, diese Fliegengrube zu geben. Die wir klären müssen. Krass. War es das dann mit dem Gebiet? Hä? Muss da nicht noch irgendein fetter Gegner kommen oder sowas? Es kann natürlich sein, dass es da unten weitergeht. Das weiß ich nicht. Müssen wir mal schauen. Okay. Ich hoffe, ich schaff's diesmal. Man muss halt langsam und taktisch sich von Fliege zu Fliege arbeiten und man darf halt im besten Fall nicht von denen angefressen werden, damit man keinen Blutungsschaden nimmt, weil der haut halt echt recht heftig rein. Und das ist mir dann passiert, als ich hier unten aufräumen wollte, hat es dann die Fliege Nummer 15 oder so geschafft und naja, dadurch bin ich dann gestorben, das war ziemlich blöd. Moment, haben wir nicht einen Ring, der Blutungseffekte verringert? Verstärkt Angriffe bei vollen, absorbiert Trefferpunkte mit jedem besiegten Gegner, erhöht maximale Belastung, regeneriert. Ich würde sagen, wir nehmen den weg. Erhöht Feuerangriffe, verstärkt unbesiegbar. Nee. Blutbissring, erhöht blutungsresistent. Genau, den nehmen wir. Okay, aber er löst erstmal Blutungen aus, oder was? So. Wir zählen wieder mit. Wir wissen, wie viele hier unten sind. Ich denke, es sind mehr als 30. Beim ersten Mal habe ich 30 geschätzt, aber als ich 15 umgebracht habe und immer noch super viele übrig waren, ich denke, es sind eher so 50. Also Nummer 1. 2. Das sind auch meine Überreste, wie ihr seht. Ich gucke hier ganz vorsichtig, was ich triggere. 3. Oh oh, oh oh. Kommt bitte einer nach dem anderen. Ja, und die spucken auch sowas. Das löst auch Blutungseffekte aus. Also es reißt auch merkwürdige Wunden. 4. 5. Nein. 6, 7, das waren jetzt 2. Acht. Neun. Ich gucke hier nur in die Ecken, ob noch irgendwas rumliegt. Oh, die will mich auf Garantie anspringen. Ja. Zehn. Vorsichtig, vorsichtig. Die springt auf Garantie gleich. Nee, doch nicht. 11. 12. 12. Sind halt noch so viele da drüben. 12 haben wir jetzt. 13.
14. Komisch, dieses Mal kommen es irgendwie weniger vor. Aber ich glaube, da drüben sind noch so viele. 14 waren das jetzt, glaube ich. Vielleicht habe ich auch verzählt, aber ich glaube, es waren 14. Und ich bin, ja genau, die hat mich getroffen, die eine. Jetzt habe ich diese Wunde und jetzt verliere ich immer Energie. Und da sollte man nicht weiterkämpfen, sondern erstmal warten, bis es weg ist. Blutungsverlust. Das zieht halt mega viel ab. Es zieht dauerhaft ab, wie ihr seht. Und dann, wenn das Ding voll ist, die Leiste, zieht es normal ab. Da verliert man halt wirklich sehr schnell Energie. 16 hatten wir jetzt, glaube ich. Das ist so krass. So, und die Leiste fast voll ist. Dann heilen wir uns wieder. Oh, es ist vorbei. Sehr cool. Der Ring bringt auf jeden Fall was. Das hat uns länger gedauert. Oh, oh, jetzt kommen drei auf einmal. Wir waren, glaube ich, bei 16. Achtzehn, neunzehn. Vielleicht lag ich mit 30 doch nicht so schlecht. Hm. 19. Das ist auf jeden Fall die Gegend mit den meisten... mit den meisten Fliegen, Gegnern generell, die wir bisher hier hatten. 20. Oh, was ist das? Vielleicht hätte ich alle Fliegen erst umbringen sollen. As ashes will be, ever seeking fire. Aha! Da geht's also weiter jetzt. Cool, wir müssten also nicht mal wieder hier runter gehen. 20 haben wir jetzt. 21. Ich sammle mal das noch mit der ein, damit wir dann halt wirklich nicht nochmal hier runter gehen müssen, falls wir wirklich sterben sollten, was ich nicht hoffe. Blutiger Edelstein. Ich glaube, den hatten wir schon. Ja, hatten wir schon. Ich versuche es trotzdem, alle Fliegen hier umzubringen. Erstens liegt da noch was und zweitens will ich halt rausfinden, wie viele das sind. Mache ich das jetzt am besten? Ich glaube, ich gehe lieber von der anderen Seite ran. Versuche hier immer so wenig wie mögliche Fliegen umzubringen. Wie gesagt, einmal bin ich gescheitert und ich möchte nicht nochmal scheitern. Wo waren wir jetzt? Ich glaube 22. Krass, dann sind es doch nicht 50, verdammt. Also doch eher 30, aber beim letzten Mal kam es mir irgendwie mehr vor. Fuck. Also 28 müssten es sein. Also war ich mit, also meine erste Zahl, die ich genannt habe, war 30, aber als ich das erste Mal hier unten war, habe ich dann irgendwie so einen Weg genommen, dass ich ganz schnell auf 15 tote Fliegen gekommen bin und habe ich gedacht, die müssen viel mehr sein. Aber ja, okay, dann war ich nah dran. Wilhelms Helm, Wilhelms Rüstung, Wilhelms Stulpen, Wilhelms Gamaschen. Das ist doch der Typ, den wir hier schon platt gemacht hatten.
Wilhelmshelm. Okay, deutlich schlechter. Der schwarze Helm von Wilhelm, dem Ritter von Londor, steht jeder mageren Hülle. Dieser Höhlenritter diente den drei Gründungsschwestern der Schwarzen Kirche. Der Ältesten war er besonders treu ergeben. Er galt als kaltblütiger Henker. Aber den haben wir doch wohl ganz anders platt gemacht. Warum liegen denn von dem jetzt hier die Rüstungen rum? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Merkwürdig. Wilhelms Rüstung ist auch schlechter ins... Hallo? Ist auch schlechter insgesamt betrachtet. Die schwarze Rüstung von Wilhelm, bla bla bla. Dieser Höhlenritter... Oh, okay, Schade, scheint immer das Gleiche zu stehen. Hat halt gute Resistenzen, wie es aussieht. Moment, der Ältesten war besonders treu ergeben. Er galt als kaltblütiger Henker. Stand es auch bei dem Ersten schon da? Ja, komisch. Mein Kopf scheint nicht zu funktionieren, wenn ich das nicht mehr weiß. Wilhelms Gamaschen, die sehen ganz gut aus. Sind aber auch schwerer und gehen über 70% damit. Ja, ich glaube, da haben wir hier unten alles. Es war also wirklich dafür da, um diese Vorrichtung da zu bedienen. Sehr gut. Ah, vielen Dank. Dann werden wir die mal gut bewerten. Nee, nicht verhöhen. Was muss ich drücken für gut? Ja. Aha. Oh! Nein! Habt doch gemerkt, dass ihr... Oh, funkelt die da nicht? Ist es das, was wir brauchen für dieses Schwert? Ich glaube. Ach nee, ich glaube nicht. Ach nee, ich glaube, wir brauchen das nächsthöhere schon. Ah, verdammt. Funkeltitanit. Waren nur die zwei Dinger hier unten? In diesem riesigen Raum? Hä? Es war aber auch ein sehr offensichtlicher Geheimfaden, mal so nebenbei. Wo geht's denn hier noch hin? Ah, da kommen wir irgendwo da wieder raus. Ich glaube... das sieht so aus, als wenn es da weitergehen würde, aber ich habe ein bisschen Angst, muss ich zugeben. Oh, und da unten scheint es auch weiterzugehen. Oh, was ist denn das jetzt hier? Zeit für Springen. Ha! Hier scheint es dann auch komplett weiterzugehen, also viel mehr, als ich gedacht hätte. Okay, hier geht's schon mal nicht weiter, ist aber ziemlich geil. Stellt euch mal vor, das wäre wirklich geil. Also ihr würdet einfach mal da rauskommen und würdet freiwillig hier hingehen. Und noch weiter vor, und noch weiter vor, und noch weiter vor. Wie unfassbar gefährlich das wäre. So, nur weil da irgendeine fette Wurzel gewachsen ist. Ja, wo gehen wir denn jetzt mal lang? Gehen wir da drüben lang oder gehen wir hier lang? Ich glaube, da drüben ging es auch lang, oder? Sag ich doch. Nein! Krass! Eine unsichtbare Wand! Ey, wie ich sowas hasse, dann programmier doch einfach, mach das einfach so hoch, dass man hier nicht rüberkommen kann. Was ist denn das? Eine unsichtbare Wand, unfassbar. Na gut, dann springen wir halt hier runter. Aber es sind ganz viele Leute gestorben. Ich glaube, da unten ist irgendwas ganz Böses. Die Frage, wie fallen wir da am besten runter, ohne runterzufallen, also ohne zu sterben? Springen müssen wir da, denke ich, nicht. Also einfach uns fallen lassen. Oh, aber wie es da unten weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. In diesem Sinne, euer Paxis. Wir haben auch alles aufgenommen. Perfekt. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Glocke aktivieren, kein Video verpassen. Bleibt cool. Tschö, tschö. Bis hoffentlich spätestens übermorgen.